Dann werden wir eben Fischer. Wie ich sehe, seid ihr zurück. Habt ihr euch mein Angebot überlegt und schließt euch der Expedition doch an? Nein, ich wollte nur mal so vorbeischauen. Lebt wohl. Schon gut, wir nehmen an der Expedition teil. Großartig. Ich bin froh, euch dabei zu haben. Ich habe vor, den Rest der Expedition in den nächsten Tagen zusammenzustellen und dann nach Kuldahar aufzubrechen. Okay. Bei den Stürmen, die sich im Gebirge zusammenbrauen, würde ich lieber gestern als heute aufbrechen. Aber ich habe hier in der Stadt noch ein paar Dinge zu erledigen. Was für Dinge? Vielleicht können wir dabei helfen. Wenn ich recht drüber nachdenke, könntet ihr vielleicht wirklich helfen. Pomab, dem der Laden hier in der Stadt gehört, hat neulich seine Besorgnis darüber ausgedrückt, dass seine Bestände rasch zur Neige gehen. Er klagt darüber, dass die reguläre Karawane aus Kardinival schon lange überfällig sei und dass er seinen Laden zumachen könnte, wenn sie nicht bald eintrifft. Normalerweise nehme ich Pomabs Gejammer nicht so ernst. Aber bei den starken Schneefällen, die sich ankündigen, sollte man wirklich dafür sorgen, dass die Karawane durchkommt. Also was soll ich tun? Ich bitte euch, die Karawane zu suchen. Verlasst die Stadt über die Südbrücke und durchkämmt die Berge westlich des Dinnesheersees zwischen Osthafen und Kardinival. Die Karawanen bleiben zu dieser Jahreszeit immer nah am Ufer. Wenn ihr sie gefunden habt, sorgt dafür, dass sie sicher nach Osthafen gelangt. In der Zwischenzeit werde ich die anderen Mitglieder der Expedition zusammenrufen und die letzten Pläne für unsere Reise machen. Okay. Kommt so schnell es geht hierher zurück. Wir müssen zum Kuldahar-Pass aufbrechen, bevor das Wetter umschlägt. Viel Glück und gute Reise. Dann lebt wohl, ja. Wichtige Ereignisse und vermisste Karawane. Da hat sich nichts getan. Hat sich hier was getan? Nein, auch nicht. Die vermisste Karawane. Hocker hat uns gebeten, eine vermisste Karawane aus Kerdinewald zu suchen. Die Karawane war mit wertvollen Vorräten beladen, die nach Osthafen gebracht werden sollten. Hocker schlug vor, dass wir die Stadt über die Südbrücke verlassen und die Karawane in den Hügeln am Ufer des Dinnesersees suchen. Nach Osthafen und zur Hocker sollen wir entweder mit der Karawane oder aber mit Nachrichten über ihr rätselhaftes Verschwinden zurückkehren. Ja, das steht hier auch hier oben. Können wir wieder weglegen. Es ist nett, dass das immer kommt, aber bis das gescrollt hat und man es gelesen hat. So, Pomabs Warenhaus. Wir können nicht unbewaffnet in die Wildnis gehen. Wie kann ich helfen? Deswegen weiter. Reden wir mal mit Pomab. Pomab, ihr schon wieder. Warum müsst ihr mich dauernd belästigen? Ich habe viel zu tun und nicht viel Zeit, mich mit Leuten wie euch abzugeben. Ich möchte etwas kaufen. Ja. So, die Perle und den Winterwolfpelz und den Speer, das kommen, können wir alles für gutes Geld verkaufen. So, dann gucken wir mal. Helme sind wichtig, weil schützt vor kritischem Treffer. Und ja, ich hätte gerne so einen Helm für mich. Und ja, wer kann keine Helme tragen? Die letzten beiden. Das heißt, ich hätte noch auch gern für sie so einen Helm. Und für die beiden solche Helme, weil die günstiger sind. So, für mich hätte ich gern ein Langschild. Und ein Bastardschwert. Für sie hätte ich gerne. Was habe ich hier nochmal gegeben? Langschwert und Krummsäbel, okay. Also ein Langschwert. Und den Krummsäbel. Katana ist. Teuer, zum Glück haben wir nicht Katana genommen. So. Er hätte gerne eine Helebarde. Die genauso viel kostet wie die zweihändige Axt. Die fällt unter Axt. Helebarde fällt unter Helebarde. So eine Helebarde gerne mal. So, für sie. Habe ich auch schon wieder vergessen. Was haben wir ihr gegeben? Flegel und Morgenstern.
Also natürlich erstmal einen normalen Schild. Und einen Morgenstern. So. Ihr hatten wir leichte Armbrust gegeben. Die ist etwas teurer als der Kurzbogen, macht aber nichts. Sie kriegt auch noch einen Edelsteinbeutel, den brauchen wir auch. Und drei Ladungen Bolzen. Oh, stimmt ja, das können wir jetzt ja noch besser stacken. So, du brauchst eine Schleuder. Also in Baldur's Gate 1 war es sogar noch schlimmer. Da haben, glaube ich, die Pfeile nur zu 20 gesteckt. Im Original Icewind Dale haben sie 40 gesteckt. Und hier in den Enhanced Edition stecken sie jetzt 80, was praktisch ist. So, jetzt brauchen wir noch Rüstungen. Du kannst einen beschlagenen Lederwams tragen. Also kriegst du so einen. Ja, ich glaube, ich kaufe die drei Schienenpanzer und ein Kettenhemd. Für sie. Ein Kettenhemd für sie. Bei ihr müsste ich gucken. Ein Schienenpanzer wiegt nämlich recht viel. Wie viel kann sie tragen? Ah, sie kann genug tragen. Wie viel Stärke haben wir denn? Ah, 16 Stärke, ja. Also können wir ihr auch ruhig einen Schienenpanzer geben. Sie ein Kettenhemd. Ja. Dann rüsten wir erstmal gut aus. Ja. Sie kann wirklich nichts Besseres tragen. Okay. Das heißt für sie noch ein... Ja, das Gewicht ist eh gleich, merke ich gerade. Lederhautrüstung. Na, ja, Lederrüstung ist halt das Schlechteste. Ups. Nein, ich möchte für Sie bitte noch den letzten Schienenpanzer, danke. So. Worum handelt es sich? Nein, bin ich gewiss. Und damit können wir dann... In Ordnung. Ein Quicksave machen. Kann ich helfen? Mal gucken, wie viele... Oh, er hat drei Ladungen pro Zauber. Was ist los? Ist etwas nicht in Ordnung? Bei ihr ist auch alles okay. Ja, sofort. So, das heißt, wir können... Hier steht noch ein Stadtbewohner rum. Von diesen Holzständer hängen dutzende Knochenkopfforellen. Der Gestank der trockenen Fische ist fast unerträglich, aber wahrscheinlich, wenn man ihn gewohnt ist. Ja, also er hat gemeint, wir sollen die Stadt gen Süden verlassen. Über die Brücke. Das ist übrigens jetzt ganz Osthafen. Also ein paar windschiefe Hütten, die um den See zusammengebastelt wurden. Hilfe, Monster.
Schnell, wir müssen Hotka hauen. Es sind Monster in der Stadt. Um einer hätten sie mich gefressen. Hey, langsam, wovon redest du? Monster, ein ganzer Haufen. Sie kamen runter zum Ufer, als ich beim Fischen war. Ich ließ sofort alles fallen und reiste, als ich sie hier sah. Aber sie haben mich verfolgt. Ich dachte, sie würden mich fressen. Aber wahrscheinlich hatten sie es nur auf meine Fische abgesehen. Wo sind diese Monster jetzt? Auf der anderen Seite der Brücke, unten am See. Mein Papa hat mir gesagt, ich soll nicht ganz allein so weit wegfischen. Aber ich kann nicht anders. Gerade da fange ich die dicksten Fische und es wird... Er wird mich umbringen, wenn er erfährt, dass ich den heutigen Fang verloren habe. Alles nur wegen dieser blöden Monster. Keine Sorge, ich werde mit diesen diebischen Monstern schon fertig werden und dir deine Fische wiederbringen. Ist gut, wir werden uns die Sache mal ansehen. Aber wenn es sich herausstellt, dass du uns anlügst, werden wir dich auf den Grund des Sees beförderst. Wirklich Pech, Junge. Vielleicht hörst du beim nächsten Mal auf deinen alten Herrn. Nehmen wir das Erste. Keine Sorge, ich werde diese Monster... Ich werde dir den Fisch bringen. Ja. Tagebucheintrag. Damiens Fisch. In der Nähe der Brücke, die aus Osthafen herausführt, sind wir einem Jungen namens Damien begegnet. Er sagte uns, dass eine Gruppe von Monstern sein Angelloch überfallen hätte und die Fische fressen würde, die er gefangen habe. Ja. Okay, Goblins. Woran hast du gedacht? Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Sag was sofort! Ich mach's so schmerzlos wie möglich. Okay. Ich höre. Goblin-Elite-Kämpfer, ja? Gegen den sollten wir ein magisches Geschoss benutzen. Auf, wird erledigt. Und sie ist schon ein bisschen angeschlagen. Ich schlag dich in Stücke. Bereit, wird erledigt. Ich bin überhaupt kein Problem. Was? In Ordnung. Dein Befehl? Kommt. Kann ich helfen? Okay, dann sollten wir sie gleich mal heilen. Vita Mortis. So, die Goblins droppen Streitäxte. Die kann Hagrim einsammeln. Den Bogen. Den Dolch auch gleich. Ja, vorwärts. Sag, was du... In Ordnung. So, Knochenkopfforelle. Kurzbogen. Ein erstklassiger Dolch. Aspelsdolch hat 1W4, ein ETW von minus 1. Du hast auch 1W4 und auch ein ETW von minus 1. Nö, dann können wir den verkaufen. Dein Befehl? Ja? Das ist doch Goblin-leicht. Sag gewiss. Ja, die Goblins sind eh alle tot. Der eine Pfeil, der kann da liegen bleiben. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich das erste Mal Ice with Day gespielt habe und diese Goblins gesehen habe, haben sie mich umgebracht. Leider ist im dem Menü Pause. Kann ich die Pause ausschalten? Nein. Boden 1 von 1. Das kann man alles so Hagrim, dass wir es verkaufen können. Wie kann ich helfen? Es soll geschehen. Und dann gehen wir mal weiter in die Richtung. Weiter! Oh, ein Wolf. Viele Wölfe. Euer Ende ist nah.
Ja, die mussten wir leider töten, weil wir hatten keine Wahl. Worum handelt es sich? Sinastra hat nämlich leider kein, keine Möglichkeit mehr, die Wölfe zu zähmen. Wir können aber mal Spurenlesen machen. Eine Vielzahl von Spuren ist im Schnee sichtbar. Die Tiefe der Spur zusammen mit dem Winkel der Schritte deuten an, dass ein Dutzend oder mehr Orks sich in der Gegend aufhalten. Auch Wölfe könnten in der Nähe sein. Unter den kleineren Spuren sind frischere Eindrücke, die größer sind. Was auch immer diese frischen Spuren hinterlassen hat, muss von der Größe des Ogers sein.